Hallo ihr lieben Leseratten und herzlich willkommen zu dieser neuen Buchvorstellung. Diesmal geht es um Helmut Karaseks Biografie Auf der Flucht. Erinnerungen steht unten drunter. Das Buch habe ich bei Barbara Schilling gekauft. Sie wollte ein bisschen Platz haben in ihrem Bücherregal und da mich ja solche Themen immer interessieren, so Zweiter Weltkrieg und so. Deswegen habe ich das Buch dann mitgenommen. Sie hat es mir empfohlen. Sie hat gesagt, dass es sehr gut ist und ja, deswegen habe ich das dann auch bei ihr gekauft. Gelesen habe ich es natürlich jetzt aus dem Grund, dass Helmut Karaseck vor 2 Wochen gestorben ist. Also deswegen habe ich es jetzt gelesen, das ist der Grund. Als ich mit dem letzten Buch fertig war, habe ich mir dann gedacht, okay, du hast was von Helmut Karaseck da, warum liest du es denn nicht einfach jetzt gleich durch? Es wäre sowieso irgendwann dran gekommen. Ich denke, es war ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Deswegen habe ich es jetzt gelesen. Und habe aber leider auch 2 Wochen dafür gebraucht. Also vor 2 Wochen habe ich es angefangen und jetzt bin ich erst fertig geworden, genau vorhin, vor ungefähr 20 Minuten. Und ja, warum das so war, werde ich dann, denke ich mal, nachher noch ein bisschen erzählen. Ja, Helmut Karaseks Buch erzählt natürlich so ziemlich sein ganzes Leben. Also erzählt uns von seiner Kindheit. Er wurde 1934 in Brünn geboren und hat mit seiner Familie lange Zeit in Polen gelebt. Sein Vater war ja ein relativ hohes Tier bei den Nationalsozialisten und seine Mutter war eine fleißige Hausfrau mit vielen Kindern, wie das halt damals meistens so üblich war. Ja, er war auch persönlich natürlich dann auch in der Hitlerjugend. Er war sogar auf einer Napola. Das hat mich ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Das wusste ich vorher nicht. Und dass gerade er auf so einer Napola war, das hat mich irgendwie ein bisschen mitgenommen, muss ich sagen. Als ich es im ersten Moment gelesen hatte, war ich ein bisschen erschrocken. Ja, er war aber nie so richtig politisch auf der Seite von dem, was ihm gelehrt wurde, was ich sehr gut finde. Und ja, dann erzählt er uns eben, was nach dem Krieg alles so passiert ist. Sein Studium, dann die... er ist ja während des Krieges mit seinen Eltern dann noch zurück nach Deutschland geflüchtet, als sich die Kriegsgrenzen dann verschoben hatten. Ich komme jetzt gerade gar nicht aufs Wort, es tut mir leid. Ach Mensch, die Fronten, genau, als die Fronten sich verschoben hatten, ist er dann zurück nach Deutschland geflüchtet, deswegen auch der Titel des Buchs. Und hat dann eine Weile im Osten gelebt, in der russischen Besatzungszone, ist dann aber, bevor die Mauer errichtet wurde, noch rechtzeitig in den Westen geflüchtet und hat dann dort ja auch Karriere gemacht. Er war Journalist und ja, hat dann eben später auch das literarische Quartett ergänzt mit seiner Person. Ich persönlich habe das, ich glaube, nie gesehen, muss ich sagen. Also, ich meine, es ist ja dann auch eingestellt worden irgendwann und da war ich auch noch ganz jung, also habe ich es deswegen wahrscheinlich auch nie gesehen. Ich weiß aber, ich erinnere mich auch nicht dran, ob ich mal jemals irgendwie Ausschnitte davon gesehen habe oder so. Nicht bewusst auf jeden Fall. Und ja, er erzählt uns dann eben alles, was so in seinem Leben passiert ist. Und ja, was mir bei dem Buch am meisten aufgefallen ist, so in den im zweiten Teil des Buchs, ist, dass irgendwie so ziemlich jeder Mann den Helmut Karaseck kennt oder kannte, irgendwie Seitensprünge hatte oder Affären außerhalb der Ehe. Und das war irgendwie, also irgendwie so jeder in dem Buch geht fremd. Also das ist mir so aufgefallen. Es geht bei seinem Vater los und endet bei allen Leuten, die er kennt, die dann irgendwie fremd gehen. Und das, vielleicht war das in den 50er Jahren so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es hat mich ein bisschen erschreckt, muss ich sagen, dass da, ich weiß auch nicht, dass die Leute einfach nicht so treu waren. Das hätte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt, muss ich sagen. Also, wenn ich so über solche Zeiten nachdenke, da denke ich dann eher noch an intakte Ehen und eben keine Seitensprünge. Und ich weiß nicht, das hat mich ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen, würde ich sagen, ja. Ja.
Ansonsten, okay, ich würde sagen, warum ich so lange für das Buch gebraucht habe. Also ich fand, es war sehr gut geschrieben. Es war alles sehr, also Helmut Karasek hat eine sehr bildliche Sprache in dem Buch. Also ich konnte mir alles wunderbar vorstellen. Es war schön ausgeschmückt. Es war alles wunderbar erklärt und sehr anschaulich geschrieben. Aber ich habe die ganze Zeit Helmut Karaseks Stimme im Ohr gehabt. So, als er ungefähr in dem Alter war wie auf dem Bild hier. Und mir persönlich kam seine Stimme immer so schleppend vor, so, ich weiß nicht, seine Stimme, die hatte irgendwas Eintöniges an sich, fand ich. Also er war zwar immer witzig und charmant und alles Mögliche, aber seine Stimme, die hat mich immer so eingeschläfert. Und ich denke, dadurch, dass ich beim Lesen dieses Buches die ganze Zeit seine Stimme genauso in meinem Ohr hatte, da hat mich das Buch auf eine gewisse Art und Weise gelangweilt und eingelullt. Und deswegen habe ich so lange dafür gebraucht. Ich kam einfach nicht weiter. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich wollte es weiterlesen. Und dann habe ich zwei Seiten gelesen und dann dachte ich mir, jetzt mache ich was anderes. Und das, ich weiß nicht, wieso das so ist, aber ich hätte mir gewünscht, ich würde seine Stimme nicht kennen, weil ich das wirklich die ganze Zeit beim Lesen so im Ohr hatte. Aber wirklich die ganze Zeit. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, dass Helmut Karasek mir das erzählt, statt dass ich es lese. Dass er mir das sagt und seine Stimme und dann bin ich ewig nicht durch das Buch durchgekommen. Ja, was mich auch ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, waren die Zeitsprünge. Er hat ziemlich große Zeitsprünge in dem Buch gemacht. Also erzählt uns von seiner Jugend, dann schweift er immer mal ab zu später. Dann haben wir einen Teil, der spielt in 2002 oder 2004. Und dann geht er wieder zurück in die 60er. Das hat mich sehr verwirrt, muss ich sagen. Da kam ich nicht so sehr mit klar, dass der Herr Karasek hier so viele Sprünge gemacht hat. Ich weiß nicht, wieso er das gemacht hat. Ich hätte es mir eher gewünscht, dass es dann eher doch so chronologisch gewesen wäre. Also es war auf jeden Fall meiner Meinung nach ein bisschen Kuddelmuddel in dem Buch. Nicht immer. Es gab viele, viele Sektionen, die dann wirklich auch chronologisch erzählt wurden. Aber zwischendurch ist er dann immer so, hat dann immer so Zeitsprünge gemacht. Und dann fand ich auch, dass er einen ziemlich großen Sprung gemacht hat, irgendwann in der DDR. Zwischen zwischen den 60er und 70er Jahren, da hat er so gut wie gar nichts erzählt, was da eigentlich passiert ist, so. Also zumindest kam mir das so vor. Also wir hatten dann irgendwann zwischendurch einen riesen Zeitsprung drin, wo er überhaupt nichts erzählt hat. Und das fand ich auch sehr merkwürdig, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich fand, es war sehr gut geschrieben. Ich fand, es war eine sehr gute Autobiografie. Und es war auch sehr, sehr lehrreich und interessant. Es war, ja, gut geschrieben, es war informativ, es war eigentlich alles, was eine Biografie haben müsste. Und habe auch nicht bereut, dass ich es gelesen habe. Es hat nur irgendwie so lange gedauert, was natürlich an mir liegt. Aber ich habe seine Stimme im Ohr gehabt und es war immer so einschläfernd irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Das ist ganz schlimm gewesen. Ja, also das Buch, das ich hier habe, ist im Ullstein Verlag rausgekommen im Jahr 2004. Das hier ist die ungekürzte Ausgabe. Gibt es eine gekürzte Ausgabe? Ich weiß nicht. Das ist die ungekürzte Ausgabe von 2006. Und ja. Genau. Es hat insgesamt 527 Seiten. Und ich habe so lange dafür gebraucht, 2 Wochen für 500 Seiten Buch. Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art, dass ich so lange für ein Buch brauche. Ich weiß leider nicht, woran es lag. Es hat mal 8,95 € gekostet. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich bezahlt habe bei Barbara Schilling. 5 € oder vielleicht war es weniger. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist es mir natürlich günstiger angeboten. Ja, ich habe es 2 Wochen lang rumgeschleppt in meiner Tasche. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Also ich sehe es jetzt sehr gut, aber es hat sehr gelitten, dieses arme Taschenbuch. Dadurch, dass es 2 Wochen lang, also hier vorne sieht man es auf jeden Fall mehr als hinten, dass es 2 Wochen lang in meiner Tasche war, so gut wie jeden Tag. Es hat dem Buch nicht besonders gut getan. Leider. Ich habe das heute erst bewusst wahrgenommen, dass es so zerkratzt und eingedrückt ist vorne. Eher eingedrückt statt zerkratzt. Und ja, tut mir ein bisschen weh, dass es jetzt so ist, aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern, ne.
Also ich fand, es war ein gutes Buch. Es war vielleicht jetzt irgendwie nicht so mein Fall, würde ich sagen. Also eigentlich schon. Es war wunderbar geschrieben, sehr bildlich alles. Und ach, ich weiß auch nicht, wo mein Problem bei dem Buch war. Vielleicht braucht es einfach mal eine YouTube-Pause. Könnte auch sein. Ich bin mir nicht sicher, eigentlich nicht. Aber ich habe halt so lange dafür gebraucht. Was mir auch ein bisschen leid tut, weil ich euch jetzt 2 Wochen habe warten lassen. Und dann war das Wetter aber auch immer so dunkel und so trübe. Und dann, ich wollte eigentlich zwischendurch ein Themenvideo machen. Und dann hatte ich aber, dadurch, dass das Wetter so blöd war, hatte ich dann einfach auch nicht so die Lust, mich hier hinzusetzen. Gerade heute wurde ich erhört. Heute ist der erste schöne Tag. Freitag, wunderschön, ist die Sonne scheint, auch wenn sie immer mal weggeht, aber die Sonne scheint und gerade heute nehme ich das Video auf, es war perfekt, perfekt getimed, perfekte Planung und ja, deswegen kam auch zwischendurch kein Video, weil ich hatte es eigentlich vorgehabt, ich wollte letzte Woche eins machen, aber irgendwie hatte ich dann keinen Elan, dadurch, dass es immer so dunkel war und dann hat es wieder geregnet und dann hat es geschneit und danach war alles blöd. Ich hatte zwischendurch sogar noch eine Woche Urlaub und habe das Buch trotzdem nicht schneller fertig gekriegt, also ja. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich bin froh, dass ich jetzt durch habe, muss ich sagen. Jetzt geht es an die Planung fürs Halloween-Video, was nächste Woche kommt. Und dann, ja, damit ich das zeitlich alles schaffe, bin ich ja froh, dass ich heute damit fertig geworden bin, muss ich sagen, mit dem Karasek. Ja, jetzt schleppe ich es auch endlich nicht mehr mit mir rum. Das ist sehr gut. Da kann das Buch nicht noch mehr kaputt gehen. Tja, ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt schon von meiner Seite? Ich weiß gar nicht. Mir kommt es so vor, als hätte ich gerade 3 Minuten geredet. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche beim Halloween-Video. Und ansonsten dann in der anderen Woche beim regulären Programm von meinem Buchstapel. Bis dahin wünsche ich euch wieder alles Gute und bis dann.